Ja, vielen herzlichen Dank an die Herren Michael Unger und Karl Nemetschek von der Backnanger Jugendmusikschule, dass sie gewissermaßen als musikalische Klaköre die Klaköre aus Bronze begrüßt haben. Verehrter Guido Messer als Erschaffer und Wiedererschaffer der Backnanger Klaköre, geschätzter Ernst Höfelborn, geschätzter Ernst Höfelborn als Vorsitzender des Heimat- und Kunstvereins, des Heimat- und Kunstvereins, der einstens ein Bildhauersymposium initiierte, das den Klakören zum Durchbruch verhalf. Herr Erster Bürgermeister Balser, nebst seinem Vorgänger im Amt, Erster Bürgermeister in Ruhe Walter Schmidt, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, liebe Freundinnen und Freunde der Backnanger Klaköre, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, ruft uns unser württembergischer Landsmann und Freund Friedrich Schiller zu. Dieser schillersche Satz ist wohl wahr, aber heute steht keine Tochter im Vordergrund, sondern drei Söhne unserer Stadt, die uns seit Jahren ans Herz gewachsen sind. Drei verlorene Söhne kehren heute heim. Genauer gesagt, einer kam etwas früher, die anderen zwei erst heute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich mich intensiver mit Guido Messers Klakören befasst hatte, dachte ich zunächst, dass Sie zu den geborenen Unterstützern, Anhängern und Fans des Backnanger Oberbürgermeisters gehören. Beim genaueren Hinsehen musste ich allerdings feststellen, dass dem leider nicht so ist. Der Applaus der Klaköre gilt nämlich keineswegs, wie von mir inständig erhofft, dem stets verdienstvollen und segensreichen Wirken des Backnanger Oberbürgermeisters. Vielmehr enthält das Kunstwerk eine Kritik am heute vielfach existierenden Politikertypus. Es enthält eine Kritik am Politikertypus, der mit geschlossenen Augen applaudiert. Mit den drei Bronzefiguren, die Klack, will Guido Messer, und er wird es nachher noch selber erläutern, mit den drei Bronzefiguren, die Klack, will Guido Messer, das Handeln ohne zuvor nachzudenken geißeln. Auf Neudeutsch formuliert, der Künstler stellt den Mainstream-Politiker, stellt den Mainstream-Menschen, der ohne eigene Meinung und ohne eigene Positionierung nur mit der Masse mitschwimmt, an den Pranger. Auf diesem Weg übt Guido Messer Autoritäts-, Obrigkeits- und Demokratiekritik. Dass der Backnanger Oberbürgermeister sich die drei Klaköre direkt unter sein Dienstzimmer stellt, zeugt also von wohlverstandener Backnanger Liberalität und Toleranz. Und es beweist auch, dass die Kunst in der beinahe Schillerstadt Backnang tatsächlich eine Tochter der Freiheit ist. Wir freuen uns sehr über die Rückkehr der drei Backnanger Klaköre. Der Schmerz über Verlust und Diebstahl der alten Klaköre wird nicht nur durch die neue Wiederaufstellung gelindert, sondern in einer schwäbisch sparsamen Stadt gerade auch dadurch, dass die Neuaufstellung im Wesentlichen nicht aus der Stadtkasse, sondern fast vollständig von der Versicherung bezahlt wird. Da die Heim- und Rückkehr unserer Backnanger Klaköre, unserer drei verlorenen Söhne, somit ein freudvolles Ereignis ist, möchte ich Ihnen das folgende Gedicht von Guido Wolf nicht vorenthalten. Werte Damen, werte Herren, gell, ihr möget Kunstwerk gern. Klar, sonst wäret ihr nicht komme, hättet euch die Zeit nicht genommen, tätet sozusagen passe und des Kunstzeugs Kunst sei lasse. Weil der Kunstgenuss der Hanne euch, ihr Frauen und ihr Manne,
aber brennend interessiert seid ihr auch daher marschiert. Es war schon so zu alle Zeiten, über Kunst, da kann man streiten, trotzdem will ich es mal probieren und was Kunst ist, definieren. Kunst, das kommt von Können bloß, nur gekonnte Kunst ist groß, Kunst muss aus sich selber leben, über allem andere schweben. Ganz egal, ob Frau, ob Mann, Künstler ist, wer etwas kann. So, jetzt habe ich genug erzählt über Gott und über die Welt. Das han ich einfach missen, mal der Kunstbegriff umrissen. Guckt jetzt da Hanne an, was man kunstvoll machen kann. Prüft, ob ihr selber merket, wohin echte Künstler werket. Damit ist mein Rede beendet. Hoffentlich wird Beifall gespendet. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Enthüllungsgäste, das Wort hat jetzt der Vorsitzende des Heimat- und Kunstvereins, einer unserer langjährigsten Vorsitzenden in der Stadt, erst seit 1979. Schon allein das verdient einen Applaus, seit 1979 Vorsitzender unseres Heimat- und Kunstvereines. Und wir können uns auf seine Ansprache freuen und wir haben gerade eben in gemeinschaftlichem Zusammenwirken ist es uns auch noch gelungen, Güter Messer zu überzeugen, dass er im Anschluss, dass also der Künstler einige Worte an uns richtet. Aber zunächst hat Ernst Höfelborn das Wort. Bitte, Herr Höfelborn. Herr Oberbürgermeister Dr. Lopper, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Sie haben ja vorher die Rolle des Heimat- und Kunstvereins beim ersten glaube und letzten Bildhauersymposium in Battenheim in den Vordergrund gestellt. Aber ich möchte auch nochmal ganz herzlich Veronika Schäfer begrüßen. Sie hat die ganze Sache initiiert und damals auch auf die Wege gebracht und vor allen Dingen auch das Geld zusammengebracht, damit es was rechts wird. Und ich denke, sie hat einen herzlichen Beifall verliehen. Oberbürgermeister Dr. Nopper, meine Damen und Herren, lieber Guido Messer, liebe Kunstmesser, wenn Skulpturen lange genug stehen, dann gehören sie zum Inventar und der Umgang mit ihnen ist vergleichbar wie mit einem vertrauten Möbelstück in der eigenen Wohnung. Sie gehören dazu, man pflegt mit ihnen wie den drei Büsten der Klaköre einen in Augenhöhe vertrauten Umgang. Zuweilen geht man achtlos an ihnen auf dem Gang zum Markt oder zum Rathaus vorbei. Immer jedoch standen sie seit 1987 an ihrem Platz vor dem Rathaus, unbeweglich, allen Vorbeigehenden nicht im Weg, auch nicht unserem Herrn Oberbürgermeister, aber an ihrem Weg. Auf einmal waren sie verschwunden, dann fehlte etwas, sie standen nicht mehr im Weg, nicht mehr vor dem Rathaus, sie waren einfach weg vom Bauhof verschwunden. Die Suche begann, man ging Vermutungen, Hypothesen nach. Eine Skulptur wurde aufgefunden, doch die beiden anderen Klaköre und die Stehtischchen blieben unauffindbar. Nun sind sie wieder da. Ihr Schöpfer Guido Messer hat sie aus alten Gussformen wiederhergestellt und in der Kunstgießerei Strassacker wurden sie gegossen und von ihm im Detail bearbeitet und nachgearbeitet. Damit geht die Erinnerung zurück an das erste, ich glaube bis jetzt letzte Backnanger Bildhauersymposium vom 14. Juli bis zum 6. Juli 1987, in dem Jahr, als die Stadt Backnang ihr 750-jähriges Bestehen feierte. Veronika Schäfer, die damalige Leiterin der Kunstabteilung im Heimat- und Kunstverein, war die Initiatorin und für die Auswahl der beteiligten Künstlerinnen und Künstler zuständig. Es waren damals neben Guido Messer beteiligt Rainer Anwander, Bodan Schüttloh, Karl-Heinz Franke, Susanne Frick, Ursula Kercher, Josef Nadi, seine Figuration in Spannung steht er noch in der Kesselgasse, Christa Rösner-Drehnhaus und Max Schmitz. Die Künstlerinnen und Künstler erstellten ihre Skulpturen in einer zu jeder Zeit zugänglichen Industriehalle im Adolf-Areal, womit der öffentliche Charakter des Symposiums unterstrichen wurde.
Den Künstlern konnte man bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und sich auf diese Weise mit ihrem Werk vertraut machen. Als Sponsoren stand für das Projekt die Backnanger Banken, die Backnanger Kreiszeitung, die Firma Käs Lederfabrik und die Firma Adolf AG Textil hilfreich zur Seite. Die meisten der aufgestellten Skulpturen suchten eine formale Beziehung zum Ort ihrer Aufstellung und dem umgebenden Stadtbild herzustellen. Guido Messer ging dagegen einen anderen Weg. Mit seiner Klack, dem Mimenspiel, dem Lächeln mit geschlossenen Augen und der Charakterisierung der Figuren mit Glatze und Anzug verblieb er nicht nur im Gegenständlichen und dessen Darstellung selbst, sondern er brachte mit der Aufstellung vor dem Rathaus ein rhetorisches Element ins Spiel, indem er mit den drei identischen Klaköuren auf den zierlichen Stehtischen den Requisiten von Empfängen und Veranstaltungen sprechende Formen schuf. Sie standen im Gegensatz zu den formalistischen bis abstrakten Skulpturen der anderen Symposion-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Rhetorisch angelegt sind sie insofern, dass sie etwas Überzeugendes besitzen, beziehungsweise eine Erfahrung bestätigen, dass diese drei Stimmungsmacher, Herr Oberbürgermeister Dr. Nopper hat es schon darauf hingewiesen, in ihrer professionellen, aber austauschbaren Identität und gepflegtem Habitus mit geschlossenen Augen und dem stereotypen, gönnerhaften Lächeln allen Mandatsträgern, Wirtschaftsfunktionären, Anlageberater und was sonst im öffentlichen und halböffentlichen Geschäfts- und Politikbetrieb auftritt, bedingungslos in dieser Form Beifall klatschen. Und damit war die Akzeptanz von Seiten der Stadtbevölkerung groß. Sie wurden daher auch mit großem Vorsprung in der von der BKZ durchgeführten Bürgerbefragung auf den ersten Platz gewählt. Mit gebührendem Abstand folgte das Werk von Bodan Schudlow, es war ja da oben angebracht, das auf dem Marktplatz vor der Treppe stand, und die Steinskulptur La Distance von Rainer Anwander, die ja noch unübersehbar im Park in der Anlage des Schillerplatzes steht. Ein weiterer überzeugender Punkt ist die hohe bildliche Einprägsamkeit der Klack, was wiederum rhetorisch gesehen auf ihrer kommunikativen Funktion beruht. Dies ist auch beim aktuellen Weißacher Skulpturenpfad festzustellen, auf dem sein blaues Nashorn die betrachtenden Personen für sich einnimmt und erfreut, entsprechend der rhetorischen Forderung conciliare et delectare, als für sich gewinnen und erfreuen. Insofern wurde der Verlust der Klaköre zu einer allgemeinen Angelegenheit und berührte emotional einen großen Teil der Backnanger, die mit diesen drei Herren eine innige Verbindung aus kritischer Distanz zu den üblichen Verdächtigen des Politik- oder Wirtschaftsbetriebs und ihrer Klaköre wohl eingegangen sind. Insofern bildet Guido Messer nicht nur ab, wie zum Beispiel die Gänseliesel am benachbarten Gänsebrunnen, sondern aufgrund der kritischen Distanz zu den anonymen Beifallklatschern und Stimmungsmachern entsteht eine vertiefte Beziehung zu der sozialen Umwelt, die sich auch aus dem Stil der Darstellung entwickelt. Zum einen steht sie dem gegenständlichen Bereich, also den Sehgewohnheiten des Alltags nahe, auf der anderen Seite sind sie in eine überzeugende, künstlerische Form gegossen und Guido Messer hat dafür eine eigene Stilsprache entwickelt, sodass daraus ein Formniveau entsteht, das sich nach Adorno dem Mittleren entzieht und eine ästhetische Ernsthaftigkeit repräsentiert, die wiederum im Gegensatz zum Inhalt der Clique der Stimmungsmacher steht. Aus dieser Dialektik heraus ergibt sich ihre Einprägsamkeit und die damit mit ihnen verbundene emotionale Beziehung der Backnanger Stadtbevölkerung, die sich freut, sieht sie am zahlreichen Besuch heute, die Büsten ihrer drei Klaköre auf ihren grazilen Tischchen wieder vor dem Rathaus stehen zu sehen und ihnen auf dem Weg zum Rathaus oder Markt wieder zu begegnen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und darf Guido Messer das Wort geben. Also vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, Dr. Nopper. Vielen Dank, Ernst Höfelborn. Und eigentlich muss ich mich sehr bei der Bevölkerung bedanken, dass sie so hinter meiner Skulptur immer wieder her war. Auch vielen Dank an Veronika Schäfer, ja, von damals. Ja.
Es ist ja 25 Jahre her, dieses Symposium, und es hat uns alles unheimlich Spaß gemacht damals. Ja, der Bevölkerung möchte ich danken, dass sie so eigentlich die Klack wieder gefordert hat, ja, kann man sagen. Ja. Und ich war eigentlich richtig gerührt über die Zeitung, die immer wieder beinahe täglich damals gebracht hat, dass da drei vor der Sache stehen, ja, und das wieder fordern. Und viel mehr möchte ich nicht sagen, über den Inhalt ist genug gesagt worden. Ja. Und also viel Freude an meiner Arbeit weiterhin. Ja. Und ich freue mich für Backnang. Ja. Gut. Vielen herzlichen Dank nochmals an unsere musikalischen Klaköre von der Backnanger Jugendmusikschule, Michael Unger und Karl Nemetschek. Wir schreiten jetzt zur Großtat des heutigen Tages, nämlich zur Enthüllung unserer drei verlorenen Söhne, zur Enthüllung der drei Backnanger Klaköre. Und ich darf bitten, darf den Künstler Guido Messer bitten, dabei zu helfen, darf den Vorsitzenden des Heimat- und Kunstvereins bitten, dabei zu helfen, darf die anwesenden Damen und Herren Stadträte bitten. Ich sehe Frau Bräuninger, Frau Hefter-Höffelborn, Herr Stadtrat Kress ist gekommen, Herr Stadtrat Hertner, Herr Stadtrat Professor Schwalbe, weiß gar nicht, wer sonst noch da ist, Herr Erster Bürgermeister Michael Balzer wird helfen, Herr Stadtrat Häuser, sehe ich gerade alle Stadträte, die mir jetzt nicht, Frau Stadträtin Dr. Ulfert, werden jetzt Frau Stadträtin Tiefti Koglo natürlich auch. Herr Stadtrat Alfred Bauer wird, ja, ist natürlich auch ausdrücklich erbeten. Herr Stadtrat Franke schreitet zur Tat. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, der Künstler muss uns anleiten, wie wir das am besten machen. Der versteht am meisten davon. Alle Stadträte, bitte kommen. Herr Stadtrat, danke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist vollbracht. Die drei Klaköre sind wieder da und stehen den Backnangern unbeschränkt zur Verfügung. Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende. Schön, dass Sie in so großer Zahl erschienen sind. Ich bin schon ertrunken.